Hi und herzlich willkommen hier bei MRTV. In diesem Video schauen wir uns gemeinsam das Pimax Sync Event an. Aber nicht das Ganze, sondern nur den Part über die Pimax Crystal Super, denn das ist meiner Meinung nach der interessanteste Part. Am Anfang geht es um die Pimax Crystal Lite und wie gut sie doch geworden ist und dass sie ein neues Bezahlmodell haben, mal wieder. Und zwar nennt sie das Ganze Pimax Prime. Da bezahlt man erstmal nur $599 und dann bezahlt man 2 Jahre $12 und dann gehört einem das Gerät erst. Ja, also das ist so ihre neue Idee und dieses neue Bezahlmodell, das wollen sie auf alle Headsets ausweiten, aber man wird nicht dazu gezwungen. Man kann auch die Headsets einzeln und sofort kaufen. Naja gut, okay, kann man sich halt also aussuchen. Dann haben sie über das Airlink 60G Modell gesprochen und zwar ist da die Auflösung 2880x2880 mit 90 Hertz, das haben sie jetzt schon geschafft und sie wollen sogar jetzt 120 Hertz schaffen und das kann man zum ersten Mal auf der CES 2025 testen, aber wann das genau ausgeliefert wird, dazu haben sie nichts gesagt. Und jetzt kommt der Part, der spannende Part, nämlich über die Crystal Super und das schauen wir uns gemeinsam an und ich übersetze das für euch. Und ja, dann reden wir mal ein bisschen drüber. Also, es geht mal los mit der Crystal Super. Maybe now we can take time to answer your question often asked. When? Wann kommt's raus? Because sometimes we do a product announcement, it takes some time to finalize the prototype and start production. And sometimes a little bit longer than we anticipated. We have started shipping the Crystal Lite in time and we've already been testing the Crystal Super internally for several months. Also, sie haben die Crystal Super schon intern seit Juni 2024 getestet. Und jetzt gibt's Neuigkeiten dazu. We've made some changes which we think are beneficial to the experience of the headset. Okay, sie haben Pimax pushes technology and sets very high goals. Lass mal schauen, was sie geändert haben. Hoffentlich die Idee mit den Modulen, denn die brauchte wirklich keiner. For the limits of what each individual part can do. Think about panel resolution, refresh rates, display port bandwidth. And each decision also brings compromises. We need to think about image quality, power supply, heat dissipation and more. Another factor is user feedback. We listen to that and make changes accordingly. Also, sie hören uns zu und machen dann dementsprechend Änderungen. Ja, also kein Modul mehr zum Austauschen, oder? Werden wir gleich sehen. And so, the Crystal Super specs have changed and improved since okay, the Frontier sie haben announcement was verändert. Earlier this year. And we're confident that the Crystal Super is by far the most advanced consumer VR headset in the world. Okay, das beste Let's see what we mean with the world's most advanced VR headset. Lass we have schauen. A new design here. Let's take a look. Und das neue Design ist hier. Das sieht noch gleich aus. Hier, jetzt haben wir hier oben noch ein Pastellrädchen. Das war vorher nicht da. Demas, okay. Sonst, ja. Sieht aus wie eine Crystal, aber kleiner. Aber gut, das sieht gut aus. The world's first Retina Level for Air Headset. Naja. Das würde ich ja nicht so sagen, ne? Also, es gibt ja auch schon die XR4, ne? Dann gibt es die Apple Vision Pro, dann gibt es die Mega Nex, Super Light 8K. Also, naja, egal. Yo, Pimax Crystal Super. The Crystal Super is the world's first retina level VR headset. I remember when I first used the Pimax Crystal, the upgrade from the 8KX was incredible. Now we're taking it one step further. That's just amazing to say. It has a resolution of 57 ppd or pixels per degree. Not just a tiny part of the focus area, but a much larger and wider. Okay, 57 ppd über das ganze Field of View, das ist definitiv schön, ja. Apple defined Retina and Pimax has achieved it in a VR headset, the first and only in the world. Also das würde ich echt nicht so sagen, dass sie die einzigen sind, ja, die das jetzt geschafft haben. Wie gesagt, ne, die, ja, die gute MS8K, die Meganex Superlight 8K, die hat auch super hohe Auflösung und noch auf weniger FOV,
Ja, dementsprechend. This can achieve a level where users not distinguish VR from reality. Let me explain how we did that. Let's first talk about the panels inside. In the media and discussion places, Micro OLED often takes the limelight because it's smaller and lighter, and they are the future of standalone VR headsets. However, in high-end PC VR, Pimax QLED panels are still the best solution for the best visuals. Except for contrast ratio and size, all the specifications of QLED are better than Micro OLED. Alles besser als Micro OLED. Zwinker, zwinker rüber nach Japan. Also, ja, Sie wissen schon, Sie haben einen ernstzunehmenden Gegner, ne? Mit der MS8K. Interessant. QLED panels are more readily available and more affordable. Das stimmt allerdings. Die sind günstiger als die Micro-OLED-Displays, auf jeden Fall. Resolution is higher with an incredible 29 million pixels high resolution and they're larger in size, making it easier to extract a larger field of view from it. Ja, das stimmt natürlich, ne? Dass man hier ein größeres FOV bekommen kann, einfach weil die Panels größer sind. Sehr gut. They bring vibrant colors at a wider range and they're very bright when coupled with aspheric lenses. If you are looking sehr for hell, best visuals in VR, choose QLED. Das ist cool. Wenn ihr das beste Bild in VR haben wollt, wählt QLED. Nice. And so the QLED version of the Crystal Super comes with an impossibly high resolution of 29 million pixels at 100 Hz. The visuals are okay. Super bright and the colors are super vivid. Ja, das ist wirklich das Schöne, ne? Wahrscheinlich werden wir hier ein wirklich sehr helles Headset haben und noch mit einer schönen Auflösung. Also die Pimax Crystal Super, es könnte echt ein Gewinner werden. Also ich freue mich drauf. One thing we worked hard to improve was color contrast and blacks, trying to get as close to Micro OLED as possible. Super QLED panels now comes with Pimax Local Dimming 2.0 technology, a new hardware and software solution. Now the amount of local dimming zones have increased from the original Crystal's 576 per eye to nearly 1000 per eye, so the zones are also smaller. Local dimming zones. Not only that, the driver now works inside the screen. While Crystal and Crystal Lite have one driver controlling four zones, Heißt das, dass vier von den Zonen immer zusammengefasst werden zu einer und dann, damit, dass man damit eigentlich die Auflösung der 576 Zonen noch mal durch vier teilt? Super has a separate driver for each zone. This means that the Crystal Super is equipped with the first local dimming solution designed specifically for VR with higher brightness, faster speed, higher precision and more natural transitions. We believe this is the best VR display solution in the world at present, and its darkness and contrast are extremely close to OLED technology. Also er sagt, die Dunkelheit und die Schwarzwerte sind sehr vergleichbar mit OLED. Okay, cool. Ich bin sehr gespannt darauf. This is our third VR headset equipped with glass aspheric lenses. The lenses on the Super now use more advanced technology and materials. Let's explain a bit about the design and materials. The material is slightly improved again. We work with suppliers who manufacture lenses for high-end camera brands such as Nikon, Sony and Leica, and the material has an improved light transmittance, while the thickness and weight are reduced. Also dünner, leichter und lassen mehr Licht durch. Ja, das nehme ich. We also improved the optical coating to further improve contrast and clarity. We're still choosing to use a single-piece aspheric lens rather than multi-layer. This not only helps with eliminating stray light reflections, but also with brightness and color fidelity. Also das war hier der Wink mit dem Zaunfall nach Prag an die Somnium. Ja, interessant. Ja, Sie benutzen nur ein Layer asphärische Linsen und nicht mehrere, denn Sie wollen einfach diese Streulichteffekte nicht und Sie wollen noch ein helleres Bild und ja, alles ist besser als bei dem Produkt aus Prag. Interessant. Also Sie schießen hier gegen Feuer 1 und gegen Meganex. Sie haben also Konkurrenz, das ist gut. The field of view with the 57 PPD lenses is 120 degrees horizontally. 120 Grad horizontal, ja super.
Unlike pancake lenses, there is no light reflections inside the lens, so almost all the light from the panel will reach the user's eye. With the pancake lenses, the light has to reflect inside the lens and go through polarizers, meaning there's typically around 15% of the light from the panel will reach the user's eye. Only 15%. With the Crystal Super, it's 99%. Das ist natürlich interessant, ne? Also bei Pancake-Linsen, sagt er, kommen nur 15% des Lichtes an im Auge des Betrachters. Und bei den asphärischen Linsen von der Crystal Super 99%. Also, mein lieber Mann, das könnte dann schon ganz schön hell werden hier doch. Because the light does not need to go back and forth inside the lens, nor pass any mirrors or polarizers. The amount that reaches the user's eye is over 280 nits, making this the brightest VR headset out there. Having an image this bright is really comfortable on the eye, plus it helps display a huge color and contrast range. Let's look at the Apple Vision Pro, which is seen by many as the headset with the highest clarity at the moment. The Apple Vision Pro has a resolution of 3660 by 3200 per eye. Apple's Pancake and Micro OLED technology is highly advanced, balancing field of view and PPD, and yet a large percentage of the panel's pixels are not used, like those on the edges and especially those in the corners. This is the limitation of using pancake lenses and micro OLED panels, which are extremely small. Apple's panel is 1.4 inch. The amount of pixels that the user can actually see is around 17 million. At Pimax, we're always pushing the limits, and so too with our QLED. Not just is the whole panel resolution higher, we can also use a high... Um es mal kurz zusammenzufassen, alles geiler bei der Pimax Crystal Super als bei der Apple Vision Pro. Wow, na, da bin ich mal gespannt. Higher percentage of them. This is a double win and allows an effective pixel amount of 25 million. This means an increase of 47% pixels over the Apple Vision Pro in terms of resolution that the user can actually see with their eyes. Apple's Micro OLED solution is great, but we are confident that Crystal Super QLED solution will be clearer than any other Micro OLED device for the next 3 years. Okay, das ist interessant. Er hat gesagt, Sie sind sich sicher, dass die Super QLED besser sein wird für den nächsten 3 Jahre als alle Micro OLED Headsets, die auf den Markt kommen werden. Mein lieber Mann, ja? Da hauen Sie mal wieder einen raus hier. The Super's optical stack provides by far the highest clarity in the world. If you get the chance to try it out, you'll be blown away. Okay, let's catch our breath a bit with some exterior shots. Okay, so sieht sie von außen aus. Ja, also mir gefällt sie. Ja, kleiner als die Crystal halt. Natürlich sehr ähnlich, ne? Aber ja, Inside-Out-Tracking, ne? Hab auch keine Basisstation, was cool ist. Controller sind dabei. Kann man machen. Also, ja. As you may have seen, the exterior has been updated. The size has been reduced by nearly 30% compared to the Frontier announcement earlier this year. We've used a much better material and finish on the exterior. Besseres Material, the material sagen is stronger, feels better and has excellent heat transfer abilities. The ergonomics are the results of several years of evolution in headsets. The backstrap is highly adjustable in several places and the top strap also spreads the pressure out across your head, alleviating pressure from your cheeks and nose. We have added adjustable eye relief to the headset. Yeah. This will help with finer adjustments based on your head shape. Okay, das ist jetzt nice. Also es gibt Eye Relief jetzt bei der Crystal Super. Das ist super. Das heißt, man kann mit den Augen entweder näher ran an die Linsen oder weiter weg. Das ist einfach gut. Das liebe ich ja auch bei der Mega Nex und bei der PS4 2 und bei der Index. Schön, dass Pimax das jetzt auch hat. Everyone's head and face are different and with this feature you can get the best clarity from these screens and lenses. This is exactly what we mean when we say next generation with the Crystal Series VR headsets. It's better in every way, it's plug and play, so Pimax Play will do the rest for you. Crystal Super comes with integrated tracking and spatial audio. Ja, das ist super, das Tracking. Four internal cameras coupled with Pimax's own SLAM algorithm handle the tracking, so you don't need to install or purchase base stations.
However, if you wish to, a Lighthouse faceplate will be available later. Das ist auch richtig gut. Ja, das heißt, es ist zwar Inside-Out-Tracking, aber wenn man das Ganze doch in sein Lighthouse-Tracking-System einbinden möchte mit Basisstation, geht das, indem man einfach die Frontplatte wieder austauscht. Und das kommt später dazu als Zubehör. Nice. Also ja, gut. Super. Also gefällt mir richtig gut, das Gerät bis jetzt. We are confident that the Crystal Super is the world's most outstanding consumer-grade professional. Okay, das ist jetzt interessant, denn hier der Vergleich. Wir haben die Crystal Super, wir haben die Vision Pro und wir haben andere Micro-OLED-Headsets, ja? Quasi die Mega Next Superlight 8K. Also sie haben sie schon erkannt als ihren Gegner, ne? Denn das ist hier die Auflösung der Mega Next Superlight 8K. Jawohl, 27 Millionen Pixel, 1,3-Inch Panel, genau. Panel Usage, ja, das ist mal interessant. Wie kommen Sie darauf? Woher wissen Sie, wie viel von dem Panel wirklich benutzt wird? Ja, das weiß ja wirklich nur in Wirklichkeit Meganex, wie viel Sie davon benutzen. Ja, und deswegen, ja, das ist ein bisschen fragwürdig hier. Das ist lustig. Brightness, keine Ahnung. 90 Hertz, jawohl. Audio nicht dabei, genau. Tracking, Base Station required, ganz genau. Und Preis $1,899, genau. Das ist die Meganex. Interessant. Sie haben Ihren Gegner erkannt und hier sofort mal aufgenommen. Nur es ist natürlich sehr fragwürdig, wie sie auf die Panel-Usage kommen, da sie definitiv kein Gerät haben und das mal genau testen konnten. Naja, egal. Ja, mal weiter gucken. PC VR product to date. It has the world's most advanced display solution, the world's most advanced optical solution and most importantly, our prime contract plan allows you to easily own it. We do have some first user reactions to it. Okay. Let's look at that here being tested Leute at the New getestet. York University. Und zwar Studenten der New York University. It's more realistic than anything I've ever experienced in VR. Realistischer als alles. Yeah, this is way too real, man. This is crazy. Das ist verrückt. I love it. Er liebt es. This is incredibly photorealistic. Das ist so fotorealistisch. Wow. And like the details. Wow. Und die Details. This is crazy. Das ist verrückt. The raindrop effects are. Es ist so klar. I feel like the blacks are like. Die Schwarzwerte. I feel like the dynamic range on this is like. Der dynamische Range. Better than any other headset I've tried. Besser als in jedem Headset, was ich bis jetzt gesehen habe. Oh. Yeah, it feels very. Es fühlt sich like, sehr. If my other headset was LED, this feels like actually like it's OLED. Wow, das fühlt sich an wie OLED. Das ist richtig gut. The texture looks very, very realistic. Die Texturen sehen sehr realistisch aus. I feel like I can feel it if I touch it. Es fühlt sich an, als könnte ich sie anfassen. Yeah, the sound is very good. It's got like der Sound ist sehr gut. Like spatial sound. Es hat diesen räumlichen Klang. The neon lights are really, really. Die Neonlichter vibrant, and then the sehen einfach nur vibrant aus. The und das Dashboard, really, really das Hologramm auf dem Dashboard, vibrant. Das so sieht einfach crazy. So gut aus und so hell. The light is just boah, das Licht. Boah, das Licht ist so reell. Ja. It's very good because sehr gut. Like you can basically read everything. It's not alles. Blurred at all. Es ist gar nicht verschwommen. I have never experienced that ich in VR. Ich habe niemals sowas in VR experimentiert. Also, nee, I really like the rubber nose enclosure because it creates like entire black periphery. Es ist einfach gut abgeschirmt. Oh, you can even see the details on like the billboards far man away. Man kann sogar die Details auf dem Billboard sehen. And far off in the distance. Und weit weg. I look at the street down there. Oh my god. Ich guck mir die Straße an und meine Güte. And you can still see the und man kann immer noch on the billboards, die Grafik auf den Billboards on the lesen. There. Even in the distance, you can even sogar read the text, like beer and. Kann man den Text lesen, wie zum Beispiel Bier. Wichtig. Ja. Ja, ja. Ja. The rain, the sound. Großartig. Der Regen, der Sound, just. This is like the closest gut. I've ever used a headset to like human eye like das resolution. Das ist so gut wie, als würde really ich mit amazing. Eigenen Augen gucken. Das ist richtig gut. Okay, so viel hier zu meiner Live-Übersetzung. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß dabei.
Natürlich alles nur Spaß, ne? Ja, finde ich gut, dass Leute es schon gesehen haben, aber warum das nicht Leuten zeigen, die man kennt? Zum Beispiel Voodoo, mir oder Flight Sim Guy, ja? Also, weil die Sache ist, okay, es ist schön, dass es denen gefällt, aber wir kennen sie nicht, ja? Es können Leute sein, die vorher halt nur eine Quest 2 gesehen haben und jetzt zum ersten Mal hier so ein super hochauflösendes Teil sehen und dementsprechend ist es einfach nicht so aussagekräftig. Ja, wenn sie jetzt da so ein Voodoo hinsetzen oder so ein Mich oder so ein Steve Flight Sim Guy oder so eine Tatjana, das würde einfach mehr aussagen, weil ihr kennt uns, ne? Und dementsprechend, ja, das hätte noch besser sein können. You don't need to worry about your computer's processing power. The Crystal Super works with a huge range of GPUs, both Nvidia as well as AMD. Das ist gut, das ist gut. Es läuft mit Nvidia und AMD. Das kann man von der MegaNex Superlight 8K nicht behaupten. Da geht ja nur Nvidia. Also auch hier, das ist auf jeden Fall ein Punkt für Pimax. Let us give you a few reasons. The resolution is so extremely high that you can disable or lower anti-aliasing because you won't see jagged edges anyway. Aliasing becomes less noticeable as pixel density increases. This will give your GPU a lot of extra resources available. Eye tracking enables dynamic foveated rendering, meaning your PC only has to render in high resolution the area where your eye focuses on. This alone can give you up to 50% frame rate boost. Even if you render games at a lower resolution than the panel, you still benefit from the panel's resolution. Everything looks seamless and you still benefit from the wide color range. Ja gut, also das ist wirklich fantastisch, ja? Dass das Ganze halt Augentracking hat, dass man damit Dynamic Foveated Rendering machen kann, das ist super. Das ist richtig gut. Ja, auf jeden Fall auch absolute Punkt für Pimax hier. We would run the Super at the same resolution as the Crystal Light, the image would still look better. And when you render at a lower resolution, you can use upscaling mode in Pimax Play to bring the graphics to near native resolution quality, again saving loads of GPU overhead. Das ist auch super, dass sie ihre Upscaling-Technologie haben, ne? Das heißt, eure Grafikkarte muss nicht die ganze Auflösung rendern, sondern weniger und die scalen das ab. Schön. The Crystal Super is also the world's first VR headset with changeable optical engine. Ach nein, die Module gibt's immer noch. Oh nein, schade. This means the whole lens assembly, including the panels, can be swapped out easily. No tools required, just your thumbs. Okay, man braucht kein Werkzeug, um diese optischen Module auszutauschen. Nur eure Daumen. And so an optional micro OLED optical engine will be available with 27 million pixels, 16. Okay, also das micro OLED Modul kommt und interessanterweise kommt euch diese Auflösung bekannt vor? 3840 mal 3552 pro Auge. Das ist natürlich dieselbe Auflösung, die auch die MegaNex Superlight 8K hat. Das heißt, sie werden hier dieselben Panel benutzen von BOE wie die MegaNex. Also, okay, alles klar. 0.5 more than the Apple Vision Pro at a maximum refresh rate of 90 Hertz. Genau. This module comes with pancake lenses. Und hier haben wir es, FOV 100 Grad horizontal, also ganz genauso wie die MegaNex. Also auch Pimax kann hier nichts Höheres zaubern als MegaNex, hat aber dafür ja ein größeres Gehäuse dann und Audio und Internet-Out-Tracking. Ja gut, okay. Eye-Tracking and DisplayPort connection for uncompressed visuals, making this the highest clarity micro OLED VR headset on the market. Ah, nein. Was soll das, Pimax? The highest clarity micro OLED VR headset on the market, sagen sie. Aber gut, es gibt ja auch die MegaNex, ne? Das, naja, egal, das ist halt Pimax. There's also a 50 ppd QLED optical engine. This has the same resolution as the 57 ppd optical engine, but a wider field of view. Okay, das heißt, sie haben noch eine QLED-Variante mit einem größeren FOV. Mit 135, aber mit einer geringeren Auflösung noch. Okay, ja, warum nicht? If you want to experience the Pimax Crystal Super, then come to CES 2025. Oh, and okay. One more thing. Also, man kann die auf der CES dann testen, ja, schön.
We're also working hard to be cost-effective, giving back the savings to users. And so the price for the Crystal Super 57 PPD is as following. Okay, wir haben einen neuen Preis hier. Ich gehe mal hier rüber, ich gehe mal hier hoch, so. Und zwar 1695 US-Dollar inklusive Pimax Prime. Okay. Ja, okay. Aber gut, dann hier sind noch Steuern dabei, ne? Das ist nicht inklusive Steuern wie die Meganex. Da muss man dann gucken, wie teuer das wird, inklusive Steuern. This is the most technological advanced VR headset with the highest clarity by a big margin. And thanks to Pimax Prime, also in reach for many people. Okay, also dieses Pimax Prime, da bezahlt man erstmal nur 999 US-Dollar und dann aber für 2 Jahre 33 US-Dollar und danach gehört es einem erst, das heißt mit Online-Zwang und allem Pipapo. Ich muss sagen, ich bin nicht so begeistert von dieser Idee. Ja, wir sind eben anders in Deutschland. Das mögen wir einfach nicht. Aber was habt ihr dazu, zu diesem Pimax Prime? Schreibt es mal unten in den Kommentarbereich. Original Crystal Users get a 399 US-Dollar discount, but this is taken from the Pimax Prime Membership. Okay, das ist natürlich gut, ne? Wenn man schon eine Pimax Crystal hat, keine Ahnung, wie man das dann beweisen muss, dann bekommt man 400 Dollar Rabatt, aber der Rabatt wird abgezogen von diesem Pimax Prime. Ach ja, Pimax, es ist wieder zu kompliziert, meiner Meinung nach. Naja. Was sagt ihr dazu? Schreibt es mal unten in den Kommentarbereich. Pre-ordering of the Pimax Crystal Super starts today. We are opening pre-ordering as of right now. Okay, ihr könnt das Ganze jetzt vorbestellen. On the official Pimax website. Und das Ganze kommt im Januar 2025. Jawohl. Das wäre gut. Ja, das wäre also wirklich schon bald. Ne, heute haben wir schon den Ende November schon. Oh, wow, es kommt also richtig bald. Cool. Okay, Pre-Order bekommen DMAS umsonst. Das heißt, anscheinend ist das DMAS nicht standardmäßig dabei, was schade ist natürlich. Aber wenn man vorbestellt, bekommt man das umsonst dabei. Okay, jo. Okay, das Micro-OLED-Teil hier, das gibt es nochmal für 700 Dollar. Okay, die Sache ist jetzt nur, man weiß nie so recht, was das heißt jetzt mit, ob das ist jetzt inklusive diesem 24-Monats-Pimax-Prime-Ding oder was. Oder muss man sich die Crystal Super kaufen, ja, um das gestellt zu bekommen? Und dann kommen da nochmal 700 Dollar drauf, wenn man auch dieses Micro-OLED-Panel haben möchte oder was. Wahrscheinlich so, ne? Das heißt, wahrscheinlich muss man hier 1700 bezahlen für die Pimax Crystal Super QLED. Und dann, wenn man auch das andere haben möchte, dieses Micro-OLED-Display, dann noch 700 Dollar drauf. Und dann bekommt man das und kann es dann austauschen und hat dann beides. Ja, also ich bin immer noch der Meinung, Pimax hätte einfach nur die Pimax Crystal Super QLED machen sollen, ohne dieses Austauschdings und dann noch eine extra Brille, die viel kleiner ist, um einfach Micro-OLED auszunutzen. Dass man halt so kleine Headsets machen kann wie die Meganex. Was meint ihr? Schreibt es mal unten in den Kommentarbereich. Seht ihr das so wie ich oder liebt ihr das, dass ihr hier für 700 Dollar dann das Micro-OLED-Teil dazu holen könnt? Für mit 100 Grad horizontalem FOV, ganz genau wie die Meganex. Schreibt es mal unten in den Kommentarbereich. So, Crystal Family is expanding. The Crystal with the 60D Airlink for high-end wireless PC VR and the Crystal Lite to make high-end PC VR accessible to everyone. Crystal Super for unrivaled visual clarity. Meanwhile, Pimax with 3x4 Labs is testing incredibly exciting new technology for the future.
We're still working on a non-local dimming version of the Crystal Light. Okay, Sie arbeiten immer noch an der non-local dimming Version der Crystal Light. As well as the 12K. Und Sie arbeiten immer noch an der 12K. But we'll cover the progress of these in our bi-weekly progress updates. Pimax was founded out of a desire to push technological limits to the edge of what is possible and to help humanity exceed its limits through that same technology. And we will keep doing that. That's it for now. Thank you. And please subscribe to our YouTube channel. And let's continue the discussion for now on our Discord channel. Okay, das war's. Das war das Pimax Sync Event, oder jedenfalls der Teil, wo es um die Pimax Crystal Super geht. Jo, und lass uns mal kurz drüber sprechen, was wir davon halten. Ja, also ich muss sagen, ich freue mich sehr auf die Pimax Crystal Super QLED. Sie kostet $1,700, aber es gibt dieses Modell, wo man erstmal nur $999 bezahlt und dann über 2 Jahre den Rest und erst dann gehört sie einem. Ja, ich bin da kein großer Fan von diesem Prime-Modell, von diesem Abo-Modell. Schreibt mal unten in den Kommentarbereich, was ihr davon haltet. Genau, ne, wegen Online-Zwang und so, das ist nicht so unser Ding normalerweise. Genau. Und wie sieht es aus, wenn man die dann verkaufen möchte? Dann muss man die an irgendjemanden verkaufen und ihm sagen, okay, aber sie gehört noch gar nicht richtig mir. Ne, man muss noch 10 Monate da abbezahlen. Das ist irgendwie ein bisschen komisch. Naja, ich bin sehr gespannt auf eure Meinung. Ansonsten sieht die Pimax Crystal super QLED, aber wirklich gut aus. Ne, wir haben die hohe Auflösung. Sie sagen, die Schwarzwerte sind fast so gut wie Micro-OLED. Wir haben 120 Grad FOV. Wir haben Augentracking und damit dann Dynamic Forwarded Rendering. Sie soll sehr hell sein. Das Gehäuse sieht auch gut aus, kleiner jetzt. Ne? Und wir haben auch hier Eye Relief, das heißt, einen Abstand von Auge zu Linsen kann man auch noch einstellen. Also ja, sieht gut aus. Ne? Wir haben Inside-Out-Tracking, wir brauchen keine Basisstation, wir haben die Controller schon dabei für den Preis. Und es gibt sogar später mal irgendwann ein Lighthouse-Modul, wo man das dann doch in seinem Lighthouse-Ökosystem nutzen kann. Ja, das ist wirklich ordentlich. Und das Ganze wird laut Pimax dann im Januar 2025 ausgeliefert. Bin ich gespannt drauf, ob sie es für dich halten. Ne, dann wäre es noch einen Monat eher da als die Meganex. Das wäre fantastisch. Und ja, also das sieht alles sehr vielversprechend aus. Genau, das. Also ich bin sehr auf das Gerät gespannt. Ich denke mal, in der nächsten Generation geht es um Folgendes. Entweder ja, Pimax Crystal Super QLED oder Meganex Super Light 8K. Das ist so das Duell, was ich momentan hier sehe. Ne, möchte man halt super, super kleines, super leichtes Micro-OLED-Headset, die Meganex, oder möchte man mehr FOV? Möchte man ein helleres Bild, ne, dann, und möchte man keine Basisstation, sondern Inside-Out-Tracking, dann ist es wohl die Pimax Crystal Super QLED. Genau, so sieht's aus. Denn das Micro-OLED-Modul, das ist halt dann in dem Moment genau dasselbe Panel wie von der Meganex, nämlich das BOE, haben wir jetzt gesehen, ne, mit derselben Auflösung, alles gleich. Gleicher FOV auch, da zaubert Pimax uns auch keine 120 Grad horizontal, sondern auch nur diese 100 Grad FOV, die auch die Meganex schafft. Genau, also ich denke mal, da werden sich die Leute eher die Meganex direkt holen, ne, mit dem kleineren Headstrap und so. Und ja, das könnte so passen. Ja, was ist eure Meinung? Wird es die Pimax Crystal Super QLED oder wird es die Meganex Superlight 8K oder keine von den beiden? Schreibt es doch mal unten in den Kommentarbereich rein. Genau, das ist sehr spannend. Und ansonsten, ja, war es das. Die anderen Sachen, ja, Pimax Prime bin ich jetzt nicht so begeistert von. Das 60G Airlink-Modul ist interessant, aber immer noch kein Datum, wann es wirklich rauskommt. Und insofern, ich denke mal, die Pimax Crystal Super QLED, das war das Interessante an dieser Veranstaltung. So, das war's. Ich bin sehr auf eure Kommentare gespannt. Schreibt mal unten rein, was wird's? Meganex oder Super Crystal Super QLED?
Schreibt es unten in den Kommentarbereich rein. Kommt auf den MRTV Discord-Server. Ganz wichtig, denn da diskutieren wir jeden Tag über diese Headsets und haben eine Menge Spaß dabei. Also, wir würden uns freuen, wenn ihr dazukommt. Der Link unten in der Beschreibung des Videos. Das war alles. Ich freue mich drauf, euch im nächsten Video wiederzusehen. Bis dann, macht's gut. Tschüss.